Am 11.11. begann in Hettstedt nicht nur die Saison der Karnevalisten. Das Kolbing Berufsbildungswerk lud am Abend wieder zum traditionellen Laternenumzug anlässlich des Namenstages von Martin von Tours ein. Am Markt angekommen, ging es zunächst mit einem geistlichen Impuls in der St. Jakobikirche weiter. Dort führte der Chor der evangelischen Grundschule ein kleines musikalisches Programm auf. Anschließend zog es die Anwesenden auf den Markt. Schirmherr der Veranstaltung, Bürgermeister Dirk Fuhlert, begrüßte die Kinder und Erwachsenen als Martin Luther. Die Erklärung dafür überbrachte er gleich selbst. Nun, ihr Gäste, ihr Großen und ihr Kleinen, ich heiße euch willkommen. Gott zum Gruße, sage ich euch. Und die meisten von euch wissen, gerade die Kinder der evangelischen Grundschule, ich wurde geboren am 10. November 1483. Es war kurz vor Mitternacht. Und schon am nächsten Morgen, in aller Frühe, gegen 6 Uhr, nahm ich meinen Vater Hans Luder auf den Arm und ging von der Langen Gasse, da wo wir wohnten, in Eisleben zur Petri-Pauli-Kirche. Und dort wurde ich auf den Namen des Tagesheiligen, nämlich Martin von Tours, auf Martin getauft. Ja, und da seht ihr schon eine Verbindung zu Martin Luther. Und früher, als ich lebte, da war es nicht üblich, den Geburtstag zu feiern. Man hat meist den Namenstag gefeiert. Und insofern denke ich, dass Martin Luther sicherlich auch oftmals am 11. November gefeiert hat. Sozusagen gemeinsam mit allen anderen das Martinsfest und gleichzeitig seinen Namenstag. Natürlich führten Auszubildende des Kolbing Berufsbildungswerkes wieder die kleine Szene auf, welche zeigt, wie Martin von Tours seine Gaben mit Bedürftigen teilt. Anschließend gab es die beliebten Martinshörnchen, die natürlich auch ganz nach Brauch geteilt wurden. Mit dem Segen vom Pfarrer Sebastian Bartsch wurde das Martinsfest beendet. So sei der Segen Gottes bei euch. Wenn ihr miteinander teilt eure Zeit, wie am heutigen Abend eure Gaben, die ihr habt, wie am heutigen Abend eure Gedanken, eure Liebe, eure Sehnsüchte und eure Wünsche. Sprecht sie einander zu, lebt sie, damit andere Menschen daran partizipieren können. Das war Martins Bild für uns. Teilt, damit allen geholfen ist. Und segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.